Seit Mai 2018 gilt ein neues EU-Datenschutzrecht. Personenbezogene Daten der Mitarbeiter dürfen nur verarbeitet werden, wenn es eine Erlaubnis gibt. Dies gilt auch für Personalräte. Sie dürfen Daten der Mitarbeiter verarbeiten, wenn die Datenschutzgrundverordnung oder eine Dienstvereinbarung das erlaubt. Der Personalrat darf jene Daten verarbeiten, die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich sind. So kann es erforderlich sein, die Gehaltslisten oder personenbezogene Daten der Beschäftigten einzusehen. Gibt der Dienstherr personenbezogene Daten an den Personalrat weiter, dürfen die Daten nur für den für die Aufgabe vorgesehenen Zweck verwendet werden. Der Personalrat ist dann für den Schutz der Daten verantwortlich. Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder und Beschäftigte können Schadensersatz fordern. Daher müssen dem Personalrat verschließbare Schränke, ein separates, abschließbares Büro und ein Aktenvernichter zur Verfügung gestellt werden. Das Personalratstelefon und der Computer müssen so eingerichtet sein, dass ein Zugriff durch unbefugte Dritte ausgeschlossen ist. Der Personalrat sollte ein Konzept für den sicheren Umgang mit Beschäftigtendaten einführen und die beschlossenen Regeln betriebsintern veröffentlichen. Und wo informiert sich der Personalrat zum Thema Datenschutz? Natürlich beim Bund Verlag.